Im Herbst, im Oktober, war ich mit einer Gruppe von Zeichnern auf einer Malreise an der Nordsee in oder auf der Nordseeinsel Amrum. Das waren die Teilnehmer. Wir haben ein Foto gemacht und ich möchte euch jetzt mein Skizzenbuch zeigen. Es fängt immer an mit den Farben, mit der Darstellung der Farben. Ich habe eine dicke Tube Deckweiß mitgenommen, weil ich habe hier auf grauem Papier, grauem Aquarellpapier gearbeitet, war mit dem Fahrrad und dem Zug unterwegs hier durch Norddeutschland nach Amrum. Nebel kam auf, bevor ich losgefahren bin. Und hier ist auch schon die Fährüberfahrt, die Gischt, die entsteht, wenn das Schiff eben sich durch das Wasser pflügt. Hier der Fähranleger, an dem ich gestartet bin, nachdem ich aus der Bahn gestiegen bin, beziehungsweise vom Fahrrad. Das ist die Insel. Wie eben schon zeige ich immer gerne hier Landkarten, damit man sieht, wo wir waren, was dort geschehen ist. Ich habe die Reise gegliedert in Grundlagen, Tiere, Landschaften, Architektur, Ergänzung. Das waren die Standpunkte, wo wir das eben gemacht haben. Als ich ankam am Sonntagabend, ging die Sonne unter und ich habe das festgehalten. Im Naturzentrum an der See gibt es diese Präparate von Kegelrobben und Seelöwen, die ich gerne gezeichnet habe, um meine Teilnehmerinnen, es waren 12 Frauen, kennenzulernen, habe ich sie erstmal porträtiert und mir anhand der Frisur, Brillenform und so die Namen gemerkt. Dies hier war ein Grab aus der Bronzezeit. Da habe ich gezeigt, wie man Steine dreidimensional macht, wie man das darstellt. Am ersten Tag war das Wetter auch sehr sonnig, sehr gut. Fasane schwirrten durch die Dünen und die haben wir dann festgehalten. In kleinen Skizzen, da das Wetter schlechter werden zu drohte, haben wir schnell die Landschaft festgehalten. Ich habe mir im Buchladen ein Buch gekauft, der General des B, wie die Geschichte eines Amerumer, der bis in die Sahara quasi verschleppt wurde, versklavt wurde und dann als Kapitän wiederkam, als General wiederkam. Hier eben die Kuhweiden in den Salzwieden. Von den Fasanen habe ich schon gesprochen, die es dort sehr viel gab. Wir waren am Dienstag, als es regnerisch war, im Naturzentrum Amrum, wo ein großes Walskelett ausgestellt ist. Und wenn ich morgens am Strand entlang joggte, dann habe ich die Insel Sylt eben gesehen, oftmals diesig, nur das Leuchtfeuer des Leuchtturms zu sehen. Amrum hat auch einen Leuchtturm. Am letzten Tag ging es um Ergänzungen. Da haben wir Muscheln, Krebse, Federn und so weiter ergänzt. Wir waren auch selbst am Leuchtturm. Das ist natürlich ein schönes Motiv, was man unbedingt im Skizzenbuch festhalten muss. Hier sieht man so Wasserränder und Granulationsspuren, dass sich die Farben wieder entmischte. Da habe ich die super granulierenden Farben von Schminke verwendet. Das war das Hotel, in dem wir untergebracht waren. Persönliche Erlebnisse, zum Beispiel diese Begegnung mit dieser Dorngrasmücke, habe ich hier festgehalten. Aber ich habe auch gezeigt, wie man Rahmen setzen kann, zum Beispiel, indem man die Fotos seiner Handys zeichnet. Denn wir haben nicht alles vor Ort gemacht. Wir haben einiges auch nach Fotos gezeichnet. Aber wir waren hier an diesem sehr beeindruckenden, riesig breiten Strand, ja, der am Leuchtturm dort eben auch ist, und haben den Blick zurückgezeichnet, diese Dünenfelder, die den Leuchtturm einrahmen. Auf dem Friedhof waren wir auch, denn dort sind diese Amerumer Seeleute begraben. Ja, es war recht diesig, deswegen habe ich das mit dieser Punktstruktur festgehalten. Morgens war ich oft mit dem Fahrrad unterwegs, um zu sehen, wo können wir zeichnen, um den Tag vorzubereiten. Und das erste Morgenlicht beschien hier die See und zum Teil eben auch die Pferdeweide. Das war in Nebel. Nebel ist ein Dorf im Zentrum Amrums und das ist ein Haus, was als Museum ausgebaut ist. Und da ging es an dem Tag um Architektur und Perspektive. Dort haben wir das eben gemacht. Ja. Diese Grabsteine, sehr verziert mit Segelbooten, mit Schriftzügen, haben wir eben auch festgehalten. Und ich habe den Teilnehmerinnen gezeigt, wie man schnell eben zu Ergebnissen kommt, wie man schnell Skizzenbücher festhält. Diese Kegelrobbe hier nämlich ist reingeklebt als Foto, ja, und alles ringsrum gezeichnet.
Am letzten Tag, am Sonnabend, bin ich dann im Dunkeln beim Leuchtturmfeuer wieder zur Fähre gefahren und dann schließlich mit dem Fahrrad, mit der Bahn wieder in den Herbst von Brandenburg und Berlin unterwegs gewesen. Das war mein Skizzenbuch von Amrum. Ich hoffe, es ist anregend für euch, auch eben die Eindrücke in Skizzenbüchern festzuhalten.